Oh Mann, oh Mann. Also zurück in den Wald, Lichtschwert suchen. Glaube ich dann hier richtig? Ja, du musst auf jeden Fall nach unten. Ja gut. Kannst du auch über den See drüber und dann... Kannst natürlich auch mal gucken, da du jetzt ja Wolf bist, ob du dich nicht warpen kannst. Mit einer reden? Was willst du tun? Dann könntest du dich einfach dahin warpen. Firone. Und dann Wald im Norden, Wald im Süden. Wo muss ich denn hin? Du kannst, glaube ich, sogar noch einen weiter runter, ne? Ja, gehen wir erstmal in den Süden. Lebt jetzt auch in der lichten Welt. Ja, ich sehe es. Du bist auch Wolf in der lichten Welt. Ja. Off. Guck so. Mal hier oben. Sind das die Geister? Ja. Auf der... Ich weiß gar nicht, kann man die in der großen aussehen? Ja. Sieht man, wie viele Geister es hier gibt. Kann ich auch mal machen? Muss ich nicht zu dem? Nee, du sollst in den Heiligen Hain. Was ist denn der Heilige Hain? Ja, das ist die überschaubare Beschreibung, wo es hingehen könnte, müsste, sollte. Nee, ist nicht eingezeichnet. Ich weiß, was ist das denn da? Ein Tempel oder was? Ja, das war der Tempel, wo du schon warst. Geh mal rüber. Nee, ein Stück weiter links. Noch ein Stück links. Ob dann da irgendein Wort kommt oder so. Ja, das wäre ein bisschen. Da steht nur Wald. Das war der Vogel. Das ist deine Weide. Wo du wohnst. Ordon. Du kannst natürlich auch zum Lichtgeister vorgehen von Ordon. Vielleicht verrät dir was. Kannst ja noch kurz aufladen. Ja, sag was. Ja, lauf einfach. Lauf in irgendeine Richtung. Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Ich weiß noch, wo ungefähr der Tempel ist, aber es wird bestimmt irgendeiner einem sagen müssen, dass man dahin muss. Und ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Wir können es natürlich mit Midna selbst mal reden. Mit Midna reden. Das Masterschwert findest du im Heiligen Hain, tief im Inneren des Waldes von Firone. Finde das Schwert und brich den Fluch, der auf dir lastet. Na super. Ja gut, dann macht es aber keinen Sinn, darum zu gehen Richtung Ordon, oder? Ja. Du könntest natürlich auch im Schloss Hyrule nochmal bei Tel... Ah ne, die schmeißen dich wahrscheinlich wieder raus, ne? Dabei lag ja immer eine Karte, wo man gucken konnte, wo man hin muss. Oder mit der Wahrsagerin reden. Aber wir können doch einfach hier erstmal laufen. Vielleicht wäre dann Wald Nord doch besser gewesen. Aber da kommt der Lampenmensch. Kannst du ruhig auch hingehen? Der hat bestimmt Angst vor mir. Wahrscheinlich. Aber hat er nicht immer Vögel auf dem Kopf? Vielleicht bin ich mit dem reden. Siehst du? Das ist aber selten, dass sich ein Wolf hier verirrt. Du bist aber ein feines Tierchen, brav, brav. Und vielleicht war das doch er. Da ist noch ein Felsen im Weg. Und da kommst du wieder raus auf die Steppe. Ja, dann warp mal Wald Nord. Dann kannst du dir den ganzen Weg sparen. Wieder da und ein bisschen weiter links. Und da ist wieder. So, dann noch da oben weiter. Ja? Mhm.
Ja, zurück würdest du jetzt wieder in den Bereich kommen, wo die ganze Grütze da. Ja, wahrscheinlich. Gar nicht viel zu sagen haben. Ein Äffchen. Ein Äffchen. Äffchen ist immer gut. Oh. Was ist das? Gott. Irgendwas, was Äffchen Angst macht. Das war ja leicht. Ja, aber für ein Äffchen schwer. Na, hast du mich gerettet? Vielen Dank. Jenseits der Schlucht habe ich einen wunderschönen Wald entdeckt. Aber als ich versuchte, ins Innere des Waldes zu gelangen, griffen mich plötzlich diese Kerle von eben an. Was mag in diesem Wald nur sein? Es war wirklich ein wunderschöner Wald. Du weißt schon, der Wald, den ich auf der anderen Seite der Schlucht gesehen habe. Falls du auch dorthin willst, pass gut auf dich auf. Dein Geruch erinnert mich an irgendwas. Du riechst wie der Prinz mit dem grünen Gewand, der mir einmal geholfen hat. Gut. Also da hoch. Wenn man diesen Abgrund überwindet, gibt es noch einen Wald. Wie wär's, Link? Sollen wir uns das mal ansehen? Und jetzt? Ein Stück weiter. Geh mal an den Rand. Da. Schnell. Da hängt was. Na, wo ist er? Egal. Oh, da geht's gerade rüber. Oh, jetzt wieder nicht mehr. Das kennst du auch noch. Ja. Und weiter. Da ging er noch, war jetzt ja eine überschaubare Suche. Du bist hier auf jeden Fall richtig. Was passiert hier? Die Brücke hinter dir hat sich gerade wieder weiter gedreht. Achso. Ein Stein. Ein Stein. Oben, unten. Oben, unten. Mitte hoch. Oben unten. Oben unten. Mitte hoch. Und an ganz blöden Stellen immer. Aber kriegst du das hin? Ja klar, ich krieg alles hin. Oben unten. Oben unten. Mitte hoch. Na, fast. Ah, das klang noch gut. Mhm. Oben unten. Oben. Unten, Mitte, oben. Nala! Dazwischen, zwischen dem unten und dem oben, da musst du in die Mitte. Okay. Oben, unten. Oben, unten, Mitte, hoch. Ja, war doch gar nicht so schlecht. Ja. Das kannst du jetzt nochmal angucken, wie es richtig ausgesehen hätte. Wie bäh. Nein, dass du die Abstände siehst. Wenn du auf A drückst. Kleiner Zwischenton eingebaut. Ich krieg das nicht so gut hin. Ist okay, hat doch gereicht. Ja, du wolltest nur da. Zur Erklärung. Zur Erklärung. Du kannst den Knopf nicht so gut loslassen. Ja, wenn ich ihn loslasse, springt er ja in die Mitte. Da soll ich ja nicht hin. Also ich muss von oben sofort nach unten. Ja, das letzte war ja unten, Mitte, oben. Aber alles gut. Hat doch alles gut geklappt. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Und er ist dort.
Schön. Ja, ne? Südausgang aus dem Schloss. Dann gehen wir mal hier rein, ne? Mhm. Oh, ein Wald. Heiliger Hain. Ich höre schon wieder so einen Stein heulen. Mitte oben unten. Mitte oben unten. Na, kennst du das? Ja, irgendwoher schon. Was war das? Zeldas Wiegenlied ist das. Mitte oben unten. Mitte oben unten. Mitte oben unten. Mitte oben unten. Okay, Mitte anfangen jetzt. Mitte oben unten. Mitte oben unten. Das will ich besser nicht machen, ne? Weiß nicht. Doch, du hast sehr schön mitgejault. Sehr schön. Hast schon was gemacht. Und Fiese kommt. Und noch mehr Fiese. Ist das das Horrorkind? Hm. Warum macht das sowas? Weil es böse ist. Und man sieht es im Stein auch an. Warum? Weil das Triforce drauf ist. War das bei den anderen nicht? Ne, da war ein Loch in der Mitte, ein Kreis. Ach so. Das ist genau. Also hätte ich das jetzt nicht machen sollen. Dieses Ding? Ja. Doch. Du bist jetzt noch nicht weitergekommen. Ja, okay. Aber ich glaube, das geht hier ewig so weiter. Mhm. Dann würde ich jetzt die ganze Zeit weiter angreifen. Du musst jetzt halt gucken, wie du irgendwo weiterkommst. Wo kam ich her? Durch den Baumstamm, oder? Jetzt, wenn du dich so schnell drehst, dann verliere ich echt die Orientierung. Ohne Karte. Ich höre ihn. Irgendwo trutet er rum. Da ist er. Ah. Okay, durch irgendeinen Tunnel, wo links daneben ein bisschen weiße Pflanze ist. Okay, ich glaube der. Okay. Na, wie war das nochmal ein bisschen denken? In einem Labyrinth kann man sich mal verirren, das ist völlig in Ordnung. Ich bin so ein Kartenlesemensch. Lieber auf die Karte. Aber hier gibt's leider keine. Können die mich irgendwie ernsthaft verletzen? Ja, die können dir wehtun auf jeden Fall, ja. Aber überschaubar. Jetzt keine richtigen Kampfgegner. Oben ist auch zu. Nee, du musst das Horror-Kit finden. Damit der wieder weiter wegläuft. Du kannst nach Gehör gehen. Hier hört man jetzt gerade gar nicht. Her. Irgendwo habe ich eben die Trötsche gehört von dem. War ich hier links drin? Da.
Das ist er. Da ist er. Auf ihn. Okay, irgendein Durchgang. Ah, okay. Sehr freundlich. So geht's. Kommst du nicht hoch? Nee. Geht weg. Auf einmal. Kein Trütschi. Das letzte Mal gesehen. Hier den Weg runter, ne? Nee, davor. Ah, da oben. Ich sehe. Kannst du nur wieder hochkommen. Ist denn hier aus dem Weg irgendwo hoch? Eben schon mal. Okay, so geht's. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus hier. Nessa. Soll ich runterspringen? Ja, ja. Ich glaube nicht, dass er nochmal hochkommt. Freiwillig. Das ist ein Kind, was sich in den verlorenen Wäldern verlaufen hat. Dann passiert das mit dem. Ach, soll das hier Kinderabschreckung sein? Genau, Kinder dürfen nicht in den Wald laufen. Sonst passiert sowas mit denen. Was machst du für einen Trick? Das weiß ich nicht. Okay. Das habe ich nicht extra gemacht. Mein Gott. Nee. Kann ich den überhaupt treffen? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht musst du auch alles besiegen, was er da ruft, so nach und nach. Oder mitten hat eine Idee. Also, Link, auf normalem Weg schaffst du das nie. Bilde einen Bannkreis und mach sie alle auf einmal fertig. Warum? Weil du dann vielleicht ihn mittriffst. Zu ihm. Du hüpfst sonst immer irgendwo gegen. Nein. Ich krieg den nicht.
war der da hinten noch. Der flüchtet. Ja. Wenn du mal mit, nochmal mit da hochgehst. Ja, ab. Jetzt hast du gerade alle vier von den Viechern, ne? Ja. Da ruft jetzt auf jeden Fall keine neuen mehr. Ja, weil hier irgendwo nur einer ist. Ne, du hattest alle vier. Jetzt hat er wieder neu gerufen. Dann lass sie erstmal alle auf dich zukommen. Mach die alle kaputt und versuche ihn danach zu schnappen. Rechts. Und anspringen. Siehste. Ding noch lacht. Ich finde es lustig. Ja, ich glaube, das zählt nicht. Ja, aber wie soll ich so viele... Ja, zumindest teilweise dann eben wieder so, dass nicht der Letzte alleine stirbt. Nee, solange welche von den anderen leben, haut er ab. Seltsam. Fang mich doch. Ich mag keine Kinder. Das ist aber ein Horror-Kit. Ja. Das kann man mögen. Nein. Ich glaube, da ist genau nichts. Auf der anderen Seite. Kann es sein, dass diese Steindinger nachher lebendig werden? Wo kommst du denn da drauf? Eine Schatzkiste, eine alte. Und irgendwas glitzert, klingelt hinter dir. Kann ich den als Wolf aufnehmen? Nein. Was war da? Stein, den er schieben wollte, oder? Ja. Das ist aber auch nicht so viel mehr, ne?
kann da nicht hin. Das ist aber der einzige Weg. Und? Heulen. Guck mal, diesmal sogar mit Vorgabe. Warum? Was? Warum heul ich da jetzt? Weil du das Zeichen der... Weil das Trifos auf dem Boden ist. Genau. Aha. Der Königsfamilie, das wollte ich sagen. Entdeckt hast. Was ist das? Was? Bitte? Wir sind die, die über dieses Gebiet wachen. Führe uns zurück dahin, wo wir dereinst gestanden haben. Tust du das nicht, bleibt dir der Weg in den heiligen Hain verschlossen. Wie soll ich das denn machen? Auf A geht reden. Du willst hier, dass du zu uns sprichst. Sag, was ist dein Begehr? Weitermachen, neu starten, aufgeben. Ja, natürlich erstmal weitermachen. Ja, beweg dich mal. Du wurdest getroffen. Okay, die machen immer deine Bewegung. Das ist jetzt ein Rätsel, das musst du jetzt versuchen zu lösen. Ja gut, aber wenn ich jetzt hier hinspringe, dann ist zwar einer schon auf seinem Platz, aber der andere fällt runter. Meinst du, der springt dann, wenn er runterfällt? Weiß ich nicht. Ja, probier's doch, bevor wir lange überlegen. Nein, er ist so klug und wartet in dem Moment noch ein bisschen. So. Es geht. Die jetzt irgendwie einen auseinander kriegen. Ich bin da übrigens nicht ganz so gut drin in so Spielen. Ja, ganz zur Not tut's hier ausprobieren. Einfach nicht anhalten, sondern weitermachen. Und plötzlich sind sie ja vielleicht mal an der richtigen Position zueinander. Ich würde noch ein weiter hochgehen. Dann hast du nämlich schon mal nebeneinander. So, nur nie auf ein Feld gehen, wo der dann hinterher drauf hüpft. Scheiße. Nee, du kannst nicht runterspringen. Aber ist doch jetzt nicht schlimm, wenn du jetzt nach rechts gehst, oder? Achso, laufen die einen auf uns einander zu. Ja. Ah, jetzt gehst du einen runter, weil eine andere Möglichkeit hast du ja eh nicht. Dann sind nicht mehr auf einer Ebene. Mhm. Nee, so hüpft dich einer tot. Du hast ja auch nur eine beschränkte Möglichkeit an Feldern, wo du jetzt überhaupt lang gehen kannst. Das ist schwachsinnig. Wieso, wenn jetzt... ...nach links gehst... ...und jetzt einen nach oben... Das ist nicht das gleiche wie eben? Ja. Sehr gut. Dann geh noch ein paar Mal im Kreis, vielleicht funktioniert das. Macht besser. Hab ich schon mal, ist aber schon ein bisschen her. Jetzt kannst du dich alleine bewegen. Wer macht das doch? Ja, aber ich weiß nicht, wo ich hin will. Ja, du willst, dass sie beide auf ihrer Position zurückstehen. Ja. Ja. Wenn die auf das gleiche Feld springen, was passiert? Dann hast du nochmal einen Versuch frei.
Ja, das war jetzt gut. In die Richtung. Vom Grundsatz her schon mal gar nicht so schlecht. Mhm. Ich kann jetzt hier keinen mehr gerade ausspringen. Nee. Schade. Du kannst nur nach links, ne? Aber reicht doch auch. Geh du doch nach links. Jetzt gehst du nochmal nach links. Weißt du, traust du dich jetzt auch noch nach unten zu springen? Ah ne, dann gehen die ja eh woanders hin. Jo. Ja, ist doch kacke. Warum? Mach doch mal. Und dann läufst du noch ein. Dann lässt du jetzt so weit auseinanderlaufen. Jetzt kannst du ja noch weiterlaufen, die aber nicht mehr. Jetzt kannst du zumindest mal zurück. Jetzt musst du einen einklemmen. Gehen wir jetzt irgendwie nach links oder nach rechts? Ne, andere Richtung. Genau. So. So, das machst du jetzt nochmal. Jetzt gehst du jetzt zurück. Ja, oder so könnte auch. Ja, so wieder. Guck mal, und schon stehen sie da, wo sie hin müssen. Ach. Auf Anhieb. Klar. Tada. Irgendwann hat man sie einfach so. Man muss sie nur oft genug einklemmen. Mhm. Du führtest uns zurück auf unseren rechten Platz. So mach dich nun bereit, tritt in unser heiliges, mein Gott, tritt ein in unser Heiligtum. So. Angst. Nein, du musst keine Angst haben. Da ist das, was du suchst. Ja. Das ist mir erkennst das? Zu leicht. Hier war mal eine Zitadelle. Das ist mir gerade irgendwie... Nein, du hast das Rätsel ja schon gelöst. Ja, aber jetzt kommt irgendein großes, böses, ach, was auch Quatsch, immer. Ach Quatsch. Du denkst immer an Dinge. Wind. War meine Stirn, oder? Mhm. Das Schwert erkennt dich als seinen Meister an. Da-da-da-da.